Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shiki Boink und die kleine Hupfdohle da hinten, das ist der Firefox und wir spielen überraschenderweise, ja, wir spielen Portal 2. Richtig. Ich glaube, wir müssen hier drüben hin. Ich glaube auch. Hier sind zwei Knöpfe. Oh. Oh shit. Was ist das? Hä? Ich weiß nicht, wo du uns hingebracht hast. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Warte mal, extra Kurse spielen nach der Hauptkampagne. Oh, wir müssen zurück. Ja. Wir müssen zurück. Hier ist Exit, hier ist Exit. Okay, Exit. Ja. Dann müssen wir das... müssen wir das nochmal machen. Ich dachte, das wäre jetzt der Punkt, der Sprung zu Level 5. Nee, aber war, dann müssen wir wahrscheinlich da drüber, da... Das war irgendwie Level 9. So, da lang. Juhu! Oh, ich glaube, wir sind jetzt im Außenbereich, oder? Wie es aussieht. Ja. Eins. Oder es sind noch ganz alte Kammern hier. Wow! Montagekammern. Wow! Das kommt in VR wahrscheinlich zu. Ziemlich cool. Gibt es hier auch eigentlich dieses Gel? Also diese, du weißt, was ich meine. Ich glaube, das kommt jetzt. Das kommt. Gel? Das Propulsion Gel. Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Guck mal, Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles rein wissenschaftlich betrachtet völlig sinnlos. Da kommt schon... So, ich werde mal kurz hier rüber. Okay, nee, kann ich nicht. Nö. Was? Warte mal, ich mach mal so. Och, du hast mir die Kammer zugemacht. Toll. Oh, Entschuldigung. Ah, guck mal, da ist das Klecks. Und jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt irgendwie springen. Du kannst doch darauf springen und dann kannst du auf die Plattform rauf. Wenn ich jetzt nach unten komme, oder? Jetzt, so. Und jetzt? Na, spring da. Auf das Blaue. Okay. So. Gehe ich hier wieder hoch? Jetzt mache ich hier irgendwo eine andere Suppe hin. Ach, da hinten. Ja, genau. Jetzt musst du hier darauf. Ja. Und dann mache ich hier die Hupfdohle. Okay, halt. So, jetzt. Und runter. Ja. Ja, fein. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich nämlich das hier. Komm da durch. Hä? So, jetzt. Ach so, du hast mir da schon Dings gemacht. Ah, okay. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. So. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Oh, das glaube ich. Nicht. Ach, GLaDOS. Glaube ich hier nicht. Das glaube ich hier nicht. GLaDOS kriegt ein Upgrade zu GLaWinix. GLaWinix. GLaWinix? GLaWinix? Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Aha. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. So, ich bin durch. Ja. Ja. Was passt jetzt hier? Warte mal, einmal und... Zweimal. Nee. Nee. Das ist aber Blödsinn da gerade, das Ding da. Warte mal. Können wir hier noch irgendwas abgreifen? Nö. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, macht das Sinn? Ja doch, du könntest... Nichts. Ach, warte mal. Tun. Ich kann doch so machen. Ja, das und dann kann auch ich gar nichts machen. Wir müssen, guck mal, wir, da hier. Wir müssen hier unten blaues Gel hinbekommen. Warte, geh mal nochmal zurück.
Und da kommt doch Gel rein. Mhm. Und du kannst es doch bestimmt irgendwo anders lang kleckern lassen. Ja, da. So, mach mal. Okay, jetzt ist es da rausgekommen. Moment, dann musst du... Kannst du woanders das Portal setzen? Nee, ne? Ja, warte mal, ich guck mal. Ach, warte. Ja, ich doof. Warte mal, ich hol mir das hier. So, jetzt machen wir nochmal. Ja, ich mach's nochmal. Dann spritzt das da rein, genau. Ja, und dann mache ich so. Und dann ist es da voll gesabbert. So, jetzt brauchen wir das Ganze hier eigentlich, auf der Ebene. Okay, das geht ja auch dann. Ähnliches Prinzip, oder? Müsste ja. Die Frage ist bloß, wo kommt's raus? Kannst du irgendwas machen noch? Nee. Außer das hier, nicht viel. Das macht nur da den Klecks. Kann ich nicht von... Also ich könnte ja dann ganz schnell rüber. Na, das Problem ist, wenn ich das jetzt hier da reinrotze, ne, so ein Bäm. Und das schwebt dann da so rum. Und ich komme hier durch. Dann geht das so und dann war's das. Okay. Richtig, und dann war's das. Schade. Deswegen, wir müssen irgendwie das hier hinbekommen, also hier so. Okay. Ah! Warte. Ich weiß schon, wie wir es machen. Ihr meine Zeit. So, und zwar. Das machen wir mal lieber da. Und zwar wie folgt. Bist du soweit? Ja. Du müsstest gleich nochmal hier dein Portal setzen, damit wir hier die Soße reinkriegen. Ja, die Soße. Und folgendes, du müsstest dann schnell zurückkommen. Ja. Dann schieße ich woanders hin, die Soße fällt runter und du musst dann dort und dort ein Portal setzen. Oder ich muss es machen. Ich könnte es wahrscheinlich auch machen. Warte, ich mach's mal lieber. So. Wo ist die Soße? Oh ja, ich teste mal. Tot. Okay. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Das war nicht so optimal. Wir gehen baden. Ah, schade, schade, schade. Ist noch nicht perfekt. Aber es geht, mach das Tor auf, mach das Tor auf. Scheiße. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Okay, ja. Da macht er nicht das Tor auf. Aber ich probier's nochmal. Achtung. Okay. Und machst du auf. Es ist auf. Mach's auf. Oh. So, jetzt kann ich dich bestimmt hier... Hier, genau. Da kannst du rüber. Nee, kannst du nicht. Oder so. Dim, 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 dim. Und? Jo. Aber gerade so. Vielen Dank. So, hier ist nämlich der Motor, weißt du? Der Motor. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Oh. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Ja. Lächerlich. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Oh, die Logik. Peabody. Wenn du kommst. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Hm. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Ach so. Oder extrem tödlich. Doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Warte mal, mach mal hier lieber hin. Aber ich kann ja jetzt dahin. Was passiert jetzt? Suppe. Okay,
Cool. Aber wohin? Warte mal. Okay, gut. Euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft. So, und dann lenken wir das dahin und dann dahin. Ja, warte mal, wir müssen... Hier. Musste. Ja. Hier ein Stück da. Da. Was? Da noch ein Stück. So, jetzt sein. Ah. Oh nee, warte. Oh. Mach mal dahin. So, jetzt aber. Hast du? Und klappt's? Nö. Oh, nein! So schwer ist das nicht. Nicht Sie so können ganz. Sich nicht allein befreien. Ja. Oh! Na Cheeky! Toll. Was hast du denn da? Cheeky! So. Wäre es nicht einfacher, wenn du das dahin machst, das Rote? Ah ja. Ja, geht auch. Dann haben wir ein bisschen mehr davon und können laufen. Ja. Und geht es ja, ne? War easy. Ja, siehst du. Thank you for keeping your enrichment spheres clean. So, ich bin hinter dir. Geil. Da. Ah, okay. Nee. Ja, jetzt bin Komm ich mal zurück. Hier. Ach so, da, okay. Warte. Was passiert? Was passiert? Da hinten kommt Rotze raus. Ja, okay. Ich gehe mal da durch, mein Freund. Ja, das musst du machen. Dann mache ich den hier. Ja, aber es ändert sich ja nichts. Du musst mich erstmal abholen, eigentlich. Was aber nicht geht. Wieso du musst weiterlaufen und mit der Rotze weiterspielen. Ich spiele mit der Rotze, was? Was? Du holst mich wahrscheinlich von dort hinten danach ab. Ich bin verwirrt, ich sehe mich selbst. Du musst mich da hinten abholen, also hoch mit ja, dir. Ja, lass mich doch hier erstmal hoch. So. Ja, ich sehe dich ja. So. Lass mich doch erstmal hier hoch. So, jetzt bin ich hier oben. Cool. Warte mal, kann man die Kamera nicht dauerhaft hier einblenden? Das wäre cool. Ja, irgendwie, es gibt eine Tastenkombi. Ja, aber für Dauer. Warte mal. Guck mal, Optionen. Video? Bildschirmteilung? Nee, das ist nur für weitere Grafik. Tastenbelegung? Nee. Warum habe ich hier... Hä? Controller? Ich habe hier irgendwie Controller. Tastatur und Maus? Tastenbelegung, da. Ja. Sicht des Partners, Tab-Taste, okay. Ja, ja, aber ich hätte gerne dauerhaft die Sicht des Partners. Das wäre schon cool, aber Tastatur-Sicht-Modifikator. Ja, dauerhaft wäre wirklich cool. Was ist ein Tastatur-Sicht-Modifikator, wenn ich mal fragen darf? Wenn ich da jetzt T kann ich nicht nehmen, Z nehme... So, anwenden. Fertig. Ne, bleibt nicht. Schade. Okay, du müsstest jetzt mir... Warte mal, ich stelle mich erstmal hier sicher hin. Das Portal hier bauen. Wenn du kannst. Warte. Genau. Geht das? Das so, geht, dann, ne? Also, sieht gut aus, aus meiner Sicht, deiner Perspektive. Das muss ein bisschen rüber hier, wenn du kannst. Ja, ich guck mal, wie weit ich hier hingehen kann. Ja, okay, jetzt geht es nämlich bis durch hier. Jetzt komme ich durch. Ach, wer drückt denn eigentlich den Knopf dann für die Suppe? Ich denke niemand. Da ist ja noch Suppe. Ja. Nimm die halt, die da ist. Du musst schon mit den Dingen arbeiten, die du da hast, ne? Also... Ah, ah.
Ja, ich musste mit den Dingen arbeiten. Das ist klar. Ja, das wird ja wohl klappen, oder? Ja, da komme ich nicht hoch. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Ich mache nichts. Lass dich einfach da unten. Nein, das muss ja irgendwie gehen. Muss ja irgendwie gehen. Nee, nicht runter, weil dann kannst du nicht den Knopf drücken. So, ich könnte nicht zurückgehen. Also von hier oben habe ich, glaube ich, nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ah, warte. Ah, nee, den Knopf können wir ja trotzdem nicht drücken. Das ist das Originalding. Wenn ich jetzt von da ein Portal und schnell genug bin, was ist denn? Nee, fliege ich runter. Nee, warte mal. Wenn du doch jetzt hier auf diese Plattform hier gehst, ne? Auf die da. Ne? Ja, und ich mach jetzt. Bist du drauf? Ja. Und ich nehme jetzt dieses Portal und mach dann da ein Portal hin. So. Ne? Dann kannst du ja zurücklaufen, machst die blaue Suppe. Ach nee. Kann ich. Hier, gucke, da. Geht alles. Wo ist der Knopf? Nee, geht nicht. Der Knopf ist ja da hinten. Aber du kannst dir das Signal nicht abgreifen. Nee, ich kann mir das Signal nicht abgreifen. Doch, also du könntest jetzt. Ach nee. Ich komme da nicht ran. Aber guck mal, da oben ist doch noch was. Ja. Warum hab ich... Warte. Ich probiere mal kurz was. Einmal. Und... zweimal. Dann müsstest du das Rote hier setzen jetzt. So, dann machen wir nämlich so. Jawohl. Ah, ich sehe, was du planst. Und? Oh, ich bin da. Sehr schön. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann euch beiden helfen. Bei was? Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Kommt jetzt oder was? Wieso? Nein, das eigentlich ist doch jetzt Level 4 von 8. Na, Remontagestrecke heißt ja auch nur, wir werden zerlegt und werden mit anderen neuen Teilen woanders zusammengebaut wieder, oder? Boah, Terminator. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Nein. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Das ist so Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Jetzt haben wir hier schon mal Suppe. Ah ne, die Suppe muss dahin. Bitte? So, Achtung. Was machst du denn? Ich weiß nicht, ich schwinge. Ich schwinge. So. Ja, und du spoilerst hier gerade. Du kannst es doch gar nicht wissen. Nein. Du hast das schon mal gemacht. Hör doch auf. Nein, das ist gerade... Das ist gerade mehr als einleuchtend. Ach, das hört doch auf. Stimmt doch gar nicht. Voll uneinleuchtend hier. Und jetzt? Du musst unten die Portale wenigstens setzen, sonst kommen wir nicht hoch. Wohin denn? Na, du setzt jetzt da eins. Ja, hier. Und dann da. Und dann da. Das war. Und dann gehst du jetzt... so kommst du da jetzt so durch. Und ich spring jetzt. Ui! 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 Aua! 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 Geronimo! Und kommst du? Jawohl. Ich komme. Was machst du denn für Verrenkung? Und da bin ich. Wuhu. Na siehst du, geht doch alles. Easy ass. Da musst du wollen. 1, 2, 3. Exit. Ach, da Gott. Oben. Da oben ist ein Exit. Ach du Gott. Eine Lichtbrücke haben wir mal wieder. Und dann wirst du wahrscheinlich da lang müssen. Oh. Warum tust du das? Ich habe da extra was hingelegt. Da muss doch bestimmt einer hier durch. Ich glaube, der muss dann hier so durch. Achso, ich gehe mal durch, wa? Das war der Plan. Der holt da hinten die Suppe raus. Achso, und hier brauchen wir jemanden, der in die Suppe reinschießt. So, jetzt haben wir hier ein
So, wo könnten wir die Suppe denn gebrauchen? Sag mir mal. Da oben wahrscheinlich. Ja, dann das... Drück. Nö. Drück mal. Aber vielleicht da. Kommst du da hin? Da? Wo? Weil wenn die jetzt da, kommt die rausgespritzt und dann kommt sie wohin? Nach da oben. Okay. So, ich mach mal jetzt noch da. Mach mal. Ja, irgendwie bringt das nichts. Und ich hab doch hier. So, jetzt. Ups. Ja, auch das bringt nichts. Also eigentlich bringt nur der hier was. Dann brauchen wir eine andere Lichtbrücke. Theoretisch, aber dann fliege ich ja raus hier. Ja, eben. Halt, warte mal. Ah, Moment. Da kannst du nicht hinschießen, ne? Nee. Hier oben sind noch zwei so eine... Ah, okay. Ah, warte. Probier mal. Ah, oh, das okay, sieht gut aus, ne? Mach mal nochmal. Ja, ich seh's. Wir gucken dir live zu. Super. Ah. Jetzt bin ich mal ganz fies. Warte mal, ich hoffe, es ist okay. Und, ja, wir gucken jetzt uns an und schauen, was du machst. So, jetzt bin ich schon mal hier oben. Okay. Und könnte, wenn ich wollte und rankommen könnte, da ein Portal wieder setzen. Falls es überhaupt was bringt. Ich weiß nicht. Mach mal irgendwas. Ach, warte mal. Nee, ich kann dich ja da gar nicht rausholen. Ich guck mal, was es hier noch gibt. Hier gibt es nur den Ausgang. Also ich bin schon mal am Ausgang, das ist schon mal schön. Ich muss dich jetzt hier bloß wieder rauskriegen. Das heißt, ich muss dich hier rein... Ach, Quatsch. Wir machen einfach so und... Komm ich da ran? Nee, da komme ich nicht ran. An das Portal komme ich da nicht ran. Okay. Aber... Was wäre denn? Haben wir irgendwo einen Beschleunigungsstreifen? Nee, ne? Also. Rein theoretisch gar nicht so. Auch das bringt alles nichts, okay? Das auch nicht. Mal aus deiner Sicht noch parallel gucken. Also das Problem ist, hier oben ist ein Entwubbelisierer, ne? Warte mal, so. Hier ist... Ah, guck mal hier! Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte das Ding jetzt hier auch noch voll mit diesen Dings machen... guck mal. Ich kann... Du kannst doch einen Knopf drücken, in der Theorie. Ja, ich... Warte mal, dazu muss ich das hier machen und ich muss das da machen. Halt. Dass ich hier runterfalle. So, jetzt. Ja, das hat irgendwie nicht geklappt. Nee, du musst aus der anderen Richtung. Wie geht nicht doch? Die Suppe fliegt doch. Warte mal, die ist nicht da. Jetzt ist sie da. Muss zur anderen Seite, ne? Genau, jetzt ist sie diese Seite vollgespritzt. Ja, dann nicht okay. Muss ich dir das hier machen. Warte. Nee, kann ich gar nicht. Doch, du musst das, den das, hier das, oben. Da. So, jetzt. Sieht doch schon. Oh, nein! Haben wir ein Schwein? Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Ja. Wollt ihr das in euren Speichern haben? Ja. Okay. So, jetzt musst du nochmal alles aufbauen. Okay, kannst du den Knopf drücken? Dum. Komm da. Jawoll. Ja, siehst du. Hier geht nochmal High Five hier. Welcher Knopf ist denn das nochmal? Da. Q und nach unten. Ah, Q. So. Sehr gut. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Bestimmt, Lars. Keine Sorge, sollten Sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Oh, wie nett. Machen wir eigentlich einen kurzen Break? Ich würde mal sagen, schon, oder? Richtig. Weil dann nutzen wir die Halbzeit.
Ja, dann nutzen wir diese kleine Pause, um euch eine gute Nacht und einen schönen Tag zu wünschen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ne? Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn gleich aller Ruhe warte mal, das nehmen wir noch mit. Oder? Was? Glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Was? Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Das war doch Kontext. Bis dann. Tschüss.